Falls ihr noch FIFA-Coins braucht, checkt gerne meinen Sponsor fifacoin.com aus. Link ist in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr mit dem Rabattcode FIFAGAMING noch 5% sparen. Außerdem ist ab jetzt mein neuer Shop online mit vielen neuen Nice-Pullovern, T-Shirts und neuen Sachen wie Handyhüllen, Popsockets, Poster und neue Autogrammkarten, die es natürlich von mir unterschrieben, wie immer zu jeder Bestellung gratis dazu gibt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaum unterstützt. Ihr seid die Besten. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Top 10 Foot Champions Monats-Rewards. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich 10 Icon-Packs sehen. Und am Ende war wahrscheinlich das krasseste FIFA 18-Pack überhaupt am Start. Prime-Icon Ronaldinho und der 96er rote Ronaldo in einem Pack. Bleibt also bis zum Schluss dran, Leute. Es war ein heftiges Video. Wenn ihr Bock habt auf so ein Teil 2 davon, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, wenn wir die 3000 Likes packen, weiß ich Bescheid, dass ihr das Ganze öfters sehen wollt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Bleibt mal bis zum Schluss dran, zieht euch das Pack rein und sagt mal eure Meinung. Ist das krasseste FIFA 18 Pack, das ihr bislang gesehen habt? Hashtag ja oder Hashtag nein unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wie gesagt, falls ihr mit den Likes eskaliert und ich sehe, dass euch das Ganze gefällt, dann werde ich euch noch Teil 2 davon raushauen. Checkt jetzt auch gerne meinen Shop aus für die neuen Orange Nice Hoodie. Ihr wisst es, gibt es natürlich auch noch in diesem Design. So gibt es das Ganze auch noch. Und natürlich gibt es wie immer eine gratis Autogrammkarte zu jeder Bestellung dazu. Und im Hoodie-Bundle gibt es auch noch ein gratis Poster dazu. Ihr wisst es, Poster, Autogrammkarte und natürlich der Hoodie in allen vier Farben. Rot, Grün, Blau und natürlich in Orange. Also gerne abchecken. Die Handyhüllen gibt es natürlich auch in allen vier Farben. Ihr wisst Bescheid. Also gerne mal meinen Shop abchecken. Link ist oben in der Beschreibung. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Checkt nochmal gerne die Videobeschreibung aus. Da habe ich euch nochmal alle Packs verlinkt zu allen YouTubern. Also gerne abchecken. So, Kopfhörer rein und los geht es. Wir starten mit dem ersten Pack. Und hier seht ihr es, es sind zwei Kollegen hier am Start. Keine Ahnung, egal, was soll's. Das ist das erste Icon-Pack für die heutige Episode Stürmer Schweden. Und das kann nur einer sein, und zwar Larsson, 90er rated. Müsste die Prime-Icon sein, ne? Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. 90er Icon ist immer in Ordnung, Leute, ihr wisst es. Darüber freut man sich immer. In den Foot Champions Rewards kann es ja auch teilweise sein, dass man, was weiß ich, eine 85er, 86er, 87er Icon zieht. Was weiß ich, ist euch uns ja auch schon oft passiert auf dem Account von Stranger bei Ideals und so weiter. Wir schauen mal, was hier noch am Start war. Higuain, 92er. Mats Hummels als 91er war auch noch am Start. Also ich würde sagen, das Pack geht eigentlich in Ordnung, ganz ehrlich. Higuain ist fresh, kann man halt nicht so wirklich spielen, aber halt eintauschen für Squabbling Challenges. Hummels könnte man eventuell sogar spielen. Hat ja jetzt auch ein Upgrade bekommen, dadurch ist ja der 90er Inform auf ein 91er Rating hoch. Das ist natürlich nicht schlecht. Gamero, Quaresma, Carvalho und Batshuayi sind auch noch am Start. Also ich würde sagen, das Pack war in Ordnung. Zweites Pack, kommen wir direkt dazu. Und das sieht so aus. Schauen wir mal, was er hier für eine Icon am Start hat. Leute, 10 Icons jetzt. Bleibt also bis zum Schluss dran. Frankreich, ZM, es ist Vieira, 86er nur. Oh, das ist bitter, Leute, das ist bitter. Wenn man den 86er Vieira zieht, es gibt den 88er und den 91er. Die Prime-Icon dann natürlich. Und wenn man den 86er zieht, ist natürlich nicht schlecht, Mann. Das Ding ist, Vieira spielt eigentlich jeder im Team. Aber wenn man dann den 86er hat, ist natürlich schon ein bisschen bitter. Allerdings kann man den natürlich dann für die Squad Betting Challenge, um den 91er zu machen, eintauschen. Aber wenn man dann halt Vieira zieht, freut man sich natürlich auch, wenn man dann den Higher Rated hat. Wir haben ja auf jeden Fall noch Salah am Start, 90er Rated. Guter Auswechselspieler, Bonaventura. Und Giuliano ist es. Der Rest war dann ja nicht ganz so gut. Aber naja, ging klar. Nächstes Pack steht an und das ist von dem Kollegen. Ihr wisst es, alle Links unten in der Videobeschreibung zu allen YouTubern Stürmer Holland. Und da gibt es einige. Und er zieht Chloe Ver. Es gibt Van Basten, es gibt Bergkamp, es gibt halt Chloe Ver. Den gibt es noch, es gibt bestimmt noch eine oder so, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Aber auch, leider nur der 88er, also nicht die 91er Prime-Icon. Schauen wir mal, was noch am Start ist. Higuain, Salah, Boateng, Mkhitaryan, was war das denn für ein Pack? Ach du Scheiße, Leute. Okay, das war heftig. Higuain ist fresh, haben wir eben auch schon gesehen. Salah haben wir eben auch schon gesehen. Und Boateng, den haben wir noch nicht gesehen. Jordi Alba ist auch noch hinten am Start, 86er. Jordi Alba, also... Ich würde sagen, dieses Pack
auch wenn die Icon jetzt nicht unbedingt die allerheftigste war, wohl Chloe wäre, ich feiere den Typen persönlich richtig. Ist eine geile Icon. Auch der 88er spielt sich richtig, richtig gut. Allerdings, naja, kommt er dann vielleicht an ein paar anderen Icons im Sturm dann doch nicht so ganz vorbei. Aber der Rest des Packs war richtig heftig, um ehrlich zu sein. Nice. Und jetzt kommen wir zu diesem Pack, Leute. Und ich muss euch jetzt einfach nochmal sein 11 Inform-Set zeigen. Also ich glaube, was er für zwei Packs gezogen hat, so stellt man sich das vor, wenn man seine Monats- und seine wöchentlichen Rewards zusammenzieht. Uruguay, Stürmer, Luis Suarez. Guckt euch mal seine Reaction an, Leute. Spult mal zurück, wenn ihr nicht auf seine Reaction geachtet habt. Das Ding ist, er guckt, sieht die Uruguay-Flagge und schon da hätte er komplett eskalieren können, weil es gibt keinen anderen Spieler im aktuellen Team of the Week aus Uruguay, der auch einen Walkout, glaube ich, hat. Von daher konnte es nur Suarez werden, aber ich glaube, er hat es gar nicht richtig realisiert. Er zieht einfach in seinem Elfer-Set Luis Suarez. So stellt man sich das natürlich vor. In den meisten Fällen, naja, wird es dann wahrscheinlich kein Suarez, aber ja, geht klar, Leute. Aber wir schauen mal, was jetzt gleich noch im... ja, Foot Champions Monatspack war, weil das hat er natürlich auch noch gezogen. Wir schauen erstmal jetzt noch hier gleich, was hinter Luis Suarez am Start war, aber ganz ehrlich, der Rest kann dahinter absolut kacke sein. Hier seht ihr es, Quaresma ist auch noch am Start, Arias, Jahrstein. Okay, der Rest war jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Aber wir kommen jetzt zum 11 Inform-Set, wollte ich schon sagen, zum Monatspack, zum 44 Inform-Pack plus eine Icon. Und das hier ist seine Icon, die er zieht. Holland ZOM. Es ist, wer ist es? ZOM, wen gibt's da? Oh, Bergkamp. 90er Rated Bergkamp. Ey, das ist bitter, Leute. Das ist richtig bitter. Ey, das Ding ist, es gibt so viele Holländer, ne, die eine Icon haben. Das ist krank. Ich glaube, es gibt 4, 5 holländische Icons oder so. Deswegen, man hofft natürlich immer auf Holland irgendwie, aber... naja, auch leider nicht die Prime-Icon, die er gezogen hat. Bergkamp 92, aber die Prime-Icon wäre, glaube ich, eine Stürmer-Version, das heißt, oder Mittelstürmer ist er, glaube ich. Das heißt, das konnte hier schon nicht die Prime-Icon werden. Ich glaube, Bergkamp ist auch der einzige ZOM aus der Nation Holland, von daher. Ja, wir schauen mal, was hier noch am Start war. Und, mach mal weg hier, es ist, ja, Salah, Cavani, Naldo, Firmino, Vertonghen. Und er hat kranke Spieler, man, schon alleine Nani sag ich, Cavani und Salah, 92er plus, also insgesamt 93er Spieler. So, wir haben jetzt einige, würde ich sagen, ganz gute Icons gezogen, aber ich muss sagen, so eine richtig, richtig kranke Icon war jetzt unbedingt, muss man ehrlich sein, noch nicht am Start. Das waren alles gute Icons. Aber ja, eine Top-Icon kommt vielleicht jetzt. Er guckt nicht mal hin, Deutschland. Innenverteidigung, es kann nur einer sein, Leute. Lothar Matthäus. Es gibt ja dieses Jahr leider nur noch eine deutsche Icon, glaube ich. Oder gibt es noch eine? Ne, eine. Nur Matthäus gibt es, glaube ich. Das, ich weiß auch nicht, Mann. Es gab echt letztes Jahr ziemlich, ziemlich geile Icons, die dieses Jahr einfach leider nicht mehr am Start sind, Mann. Aber naja, kann man nichts machen. Lothar Matthäus nur als schlechteste, als Baby-Icon sozusagen. 88er, da hat er ja noch einen 90er Mittelfeldspieler und die Prime-Icon, die 93er-Karte. Die ist natürlich absolut heftig, die nimmt alles auseinander. Deswegen, Matthäus als Innenverteidiger jetzt auch nicht ganz so geil. Das hier war noch so im Pack und es ist Mertens, glaube ich. Ja, es ist Mertens, 90er-Rated Mertens. Rufier, Roberto Firmino. Also gegen Ordnung. Jetzt haben wir einen am Start, der hat zwei Icon-Packs am Start gehabt. Der hat sich irgendwie sein Monatspack aufgehoben. Letzten Monat hat ihm anscheinend nicht gefallen, hat aber clever gemacht, weil diesen Monat gab es ja Ronaldo. Aber einen Monat lang dieses Pack aufbewahren, das hätte ich nicht geschafft. Frankreich, linker Flügel, soll das eigentlich heißen? Er ist irgendwie, keine Ahnung, welche Nation. Auf jeden Fall Thierry Henry, 87er rated. Ihr kennt den Typen, Leute, ihr kennt den. Den haben wir jetzt schon zweimal auf dem Account von Ideals gezogen. Zweimal den 87er. Ist halt jetzt auch nicht so geil, wenn man mal ehrlich ist. Ist halt auch nur ein 87er Icon, Mann. Wenn man dann den 90er oder halt die 93er Prime Icon von Henry gezogen hätte, wäre schon fresh. Aber den 87er, den spielt eigentlich so gut wie keiner, weil der nur 68 Physis hat. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich kacke. Auf dem linken Flügel gibt es halt auch viel, viel bessere Spieler wie Ronaldo und Co. Deswegen ist er halt auch ein bisschen unnötig eigentlich. Kann man halt eintauschen, aber wir schauen mal, wen er jetzt hier noch am Start hat. Higuain, Roberto Firmino. Ich habe das Gefühl, in jedem Pack, das ich euch hier gerade zeige, ist irgendwie Higuain am Start. Läuft bei dem auf jeden Fall. Sonst noch, ja, Di Maria war noch am Start. Also das Pack war eigentlich in Ordnung. Ich würde sagen, das geht klar. Und jetzt haben wir, wie gesagt, noch sein zweites Pack.
Wie gesagt, ein Monat lang hat er sich das Pack aufgehoben. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft, ey. Man ist immer zu gierig und will dieses Pack dann im Endeffekt doch ziehen. Respekt an ihn auf jeden Fall, dass er es geschafft hat, einen Monat lang dieses Pack nicht zu ziehen. Schauen wir mal, ob es sich gelohnt hat. Das ist eine zweite Icon! Ukraine! Und da gibt es, glaube ich, nur eine Icon, die es überhaupt gibt. Shevchenko. 88er rated und dann zieht er nicht mal die Prime-Icon. Das ist richtig bitter, Mann. Shevchenko kann man halt auch nicht spielen, Mann. Das Ding ist, der hat auch, glaube ich, eine 86er oder eine 85er Baby-Icon. Ich weiß nicht, ich glaube 86. 88er ist die zweite. Ich glaube 91 ist die Prime-Icon. 91 Prime-Icon wäre in Ordnung gewesen, aber bringt halt im Endeffekt auch nichts, weil der ist zwar nicht schlecht, Mann. Ich habe den schon gespielt, der ist richtig gut. Aber wer spielt denn schon in Foot Champions? Eigentlich keiner so richtig. Und hier seht ihr dann noch seine anderen Spieler. Er freut sich hier komplett. Denn Salah ist am Start, 90er rated. Ist ein guter Spieler für die Bank. Von daher eigentlich ganz nice gewesen hier. Und da wäre noch am Start. Tauvar war da noch am Start. Also, naja, die Icon war jetzt nicht die fresheste. Aber Salah ist in Ordnung. Aber auch kein Cristiano Ronaldo am Start. Schade. Wir kommen zum vorletzten Pack, bevor wir dann gleich zum wahrscheinlich besten FIFA 18 Foot Champions Monatspack kommen. Und das hier ist das vorletzte Pack, schon wieder ein Holländer. Und Leute, das ist jetzt, glaube ich, der fünfte oder sechste Holländer. Rijkaard ist es, 88er rated. Könnt ihr euch noch erinnern, Leute? Das war meine dritte Icon, die ich in FIFA 18 gezogen habe. Auch der 88er. Mittlerweile gibt es ja auch die Prime Icon, ist, glaube ich, 90 rated oder 91, weiß ich gerade nicht ganz genau. Schreibt es mal unten in die Kommentare, aber der ist ja auch dann ZDM. Aber ich finde ihn als Innenverteidiger eigentlich viel, viel geiler. Und Aguero war auch noch am Start. Heftig, Mann. Willian war auch noch da. Roberto. Firmino war da noch. Also von daher eigentlich ein krankes Pack, Mann, ganz ehrlich. Aguero 92, richtig heftig. Kann man sogar Stamm spielen. Und hinten noch, seht ihr es? 85er rated. Milinkovic Savic, der Typ ist ja auch ein richtiges Biest. Also ich muss sagen, mir hat dieser Rijkaard eigentlich richtig gut gefallen, Mann. Ich fand, das war ein richtig geiler Innenverteidiger. Allerdings gegen Ferdinand und Blanc hat er, muss man ehrlich sein, nicht so wirklich eine Chance. Von daher habe ich den dann im Endeffekt auch irgendwann verkauft gehabt. War auch, denke ich mal, besser. Und dann kommen wir zum letzten Pack und wie gesagt, vielleicht das beste FIFA 18 for Champions Monatspack vom Bumi Joe HD. Checkt ihn aus, Leute. Erstmal Brasilien. Linker Flügel, das ist schon heftig, Leute. Ronaldinho, Prime Icon sogar noch. Die Prime Icon von Ronaldinho. Es hätte ja auch der 89er werden können. Die Baby Icon ist ja auch linker Flügel. So viel Glück muss man erstmal haben, dann noch den 94er zu bekommen. Ich meine, der 89er wäre auch heftig gewesen. Aber Leute, wie gesagt, das war's noch nicht. Guckt euch jetzt noch den restlichen Inhalt dieses Packs an. Cristiano, Ronaldo, Mertens, Alexandro. Was ist das für ein Pack? Alleine, dass er noch Mertens am Start hat. Das ist unnormal, Leute. 96er Ronaldo, Ronaldinho Prime Icon und 90er Rated Mertens. Unnormal, Leute. Also ich glaube, das hier ist, wie gesagt, das beste FIFA 18 Foot Champions Monatspack, das ich je gesehen habe. Schreibt mal in die Kommentare. Findet ihr auch, dass das beste Pack war? Hashtag ja oder Hashtag nein. Ab in die Kommentare. Das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hau ich euch noch ein Teil 2 raus demnächst. Check jetzt noch meinen Shop aus. Für die Nice Hoodies in Orange gibt es so in diesem Design natürlich auch noch. Und so gibt es das Ganze auch noch. Also gerne abchecken, ihr wisst es. Wie immer gibt es natürlich auch zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu. Und im Hoodie Bundle gibt es auch noch ein gratis Poster dazu. Also gerne mal abchecken. Gibt es in allen 4 Farben: Rot, Grün, Blau und natürlich in Orange. Ihr wisst Bescheid. Link ist oben in der Beschreibung. Handyhüllen natürlich auch in allen 4 Farben. Popsock jetzt auch am Start. Also abchecken lohnt sich. Macht's gut, Leute. Bis morgen und.